Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den neuen Solo Car Duplication Glitch zeigen. Was braucht ihr dafür? Dafür braucht ihr zunächst auf jeden Fall ein iFood-Kennzeichen, da sonst schmutzige Kopien werden. Dazu braucht ihr noch eine Nachtclub-Garage B2. In der Nachtclub-Garage B2 sollten sich mindestens zwei Autos befinden. Dazu braucht ihr noch eine Nachtclub-Garage B2 in der B4. In der Nachtclub-Garage B4 muss sich ein Fahrzeug befinden. Dann braucht ihr noch eine Spielhallengarage. In dieser Spielhallengarage muss sich dann das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Im besten Fall halt ein Weenie Easy Classic, voll aufgetunt, weil der im Verkauf bis zu 1,8 Millionen bringt. Und ja, stellt dann in dieser Spielhallengarage am besten noch ein paar Elegies rein, da ihr dann einen kürzeren Weg habt. Fangen wir auf jeden Fall mal mit dem Glitch an, wenn ihr alles soweit habt. Geht einfach in eure Nachtclub-Garage B2 rein und ihr müsst dafür sorgen, dass auf dem ersten und auf dem zweiten Stellplatz muss sich ein Auto befinden. Hier ist der erste Stellplatz und der zweite Stellplatz, hier muss sich jeweils ein Auto befinden. Welches Auto, das ist völlig egal. So, ebenso muss in der Nachtclub-Garage B4 ein Auto befinden, und zwar ganz wichtig an 10. Stelle. Das Auto muss sich ganz unten an 10. Stelle, also hier oben ist das an der Edda, muss sich an 10. Stelle befinden, das Auto. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn ihr alles soweit vorbereitet habt, dann steigt einfach in das Auto ein, was vorne auf dem ersten Stellplatz draufsteht. Steigt in das Auto ein. Fahrt einmal aus dem Nachtclub raus. So, draußen angekommen, steigen wir wieder aus. Nun müssen wir das Auto einmal in die Luft jagen. Gehen sofort wieder in die Nachtclub-Garage B2 rein. Also diese ganzen Steps, die wir jetzt gerade machen, die müsst ihr nur einmal machen. Ihr müsst euch jetzt nur einmal verglitschen. So, ihr seht, das Auto ist verschwunden, weil es zerstört ist, klar. Ihr geht in den blauen Kreis rein. Nun wählt ihr das zweite Auto aus, mit X bestätigen. Dann drückt ihr 4, geht auf die Nachtclub-Garage B4. Und nun wählt ihr das 10. Auto aus, sprich unten die Vigilante. Steht auf dem Stellplatz 10, einfach auswählen, und ihr seht, ihr könnt euch jetzt nicht mehr bewegen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr aus diesem verglitschten Zustand wieder rauskommt. Ihr geht einmal aus Criminal Enterprise Starter Pack, dann gehen wir einmal hier auf die Fahrzeuge, wählen dann einfach irgendein Fahrzeug aus, besuche Legendary Motorsport. So, und dann können wir wieder rausgehen aus dem Menü, Kreis, Kreis, Kreis. Nun könnt ihr euch wieder bewegen und ihr seht, die Garage ist leer. Habt da auf jeden Fall keine Angst. Die Autos, die kommen nachher auf jeden Fall alle wieder. Ihr seid halt jetzt nur verglitscht und deswegen seht ihr keine Autos mehr. Geht einfach aus dem Nachtclub raus. So, nun könnt ihr einmal das Waffenrad öffnen und ihr seht, der Charakter steckt die Waffe auf jeden Fall wieder weg. Das ist auf jeden Fall perfekt. So, als nächstes müssen wir uns dann zur Firmengarage begeben. Welche Firmengarage, das ist völlig egal. Und ja, welches Auto da drin steht, das ist auch völlig egal. So. Firmengarage angekommen. Ja, ihr braucht auf jeden Fall auch eine Firmengarage. Tut mir leid, habe ich ganz vergessen am Anfang zu erwähnen. Ihr braucht eine Firmengarage, geht da einfach rein. Firmengarage 1 betreten. So, seid ihr nun in eurer Nachtclub-Garage angekommen, dann steigt einfach in irgendein Auto ein. Welches Auto ist völlig egal. Drückt dann Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. So, in der Tuning-Werkstatt müsst ihr nichts anderes machen, außer dann die Immobilie verlassen. Aber wenn ihr jetzt auf Immobilie verlassen drückt, müsst ihr sofort doppelt Options drücken und die Steuerkreuz-Taste nach rechts spammen. Ich werde es einfach machen. Ich drücke jetzt auf Immobilie verlassen und wenn er rausfährt, doppelt Options drücken und die Steuerkreuztaste nach rechts spam, so lange, bis wir aus der Garage rausgeworfen werden.
sind wir dann draußen angekommen, begeben wir uns dann zum LSK-Meet. So, beim LSK-Meet angekommen, einfach reinfahren. So, wenn der Charakter aussteigt, einfach wieder einsteigen, Kreis drücken und das K-Meet einfach wieder verlassen. So, um zu testen, ob es geklappt hat, drückt ihr einfach mal Steuerkreuztaste nach rechts und ihr seht, ihr backt jetzt wieder in die Tuning-Werkstatt rein. Ist auf jeden Fall perfekt. Auch hier wieder nichts ändern. Einfach Kreis drücken, Tuning-Werkstatt verlassen. So, wenn wir jetzt draußen ankommen, müssten wir so einen kleinen verglitschten Hintergrund bekommen. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir können uns jetzt nicht mehr bewegen. So, einfach aussteigen und dann begeben wir uns jetzt zur Spielhallengarage. Nur bei der Spielhallengarage angekommen, einfach reingehen und ja Leute, von nun an können wir uns die Autos im Minutentakt duplizieren. Die ganzen Vorbereitungen, die wir jetzt gerade gemacht haben, die müsst ihr insgesamt nur ein einziges Mal machen. Und ja, von jetzt an können wir uns die Autos im Minutentakt duplizieren. Ist auf jeden Fall richtig easy. So, wir begeben uns einfach jetzt zu irgendeinem Auto, was wir nicht mehr benötigen. Falls ihr kein Auto mehr habt, was ihr nicht mehr benötigt, dann ja, nehmt einfach ein Edigy. Hier habe ich noch alte Duplikate noch stehen. Ich steige einfach in ein altes Auto ein von mir, was ich nicht mehr benötige. Wie gesagt, wenn ihr kein Auto habt, dann geht einfach in ein Energy rein. Ihr fahrt aus der Spielhallengarage einfach raus. Draußen angekommen, einfach nur aussteigen und wieder in die Spielhallengarage reinlaufen. So, drin angekommen, begeben uns jetzt zum dem Auto, was wir duplizieren möchten. In meinem Fall ist das der Winnie Easy Classic, voll aufgetunt. Ich steige einfach ein, drücke dann jetzt Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Und ihr seht, wir landen jetzt wieder im LSK-Meet. So, und jetzt müssen wir irgendwas am Fahrzeug ändern, ist ganz egal was. Ich tue einfach die Bremsen ändern, so dass es abspeichert. Einfach die Tuning-Werkstatt wieder verlassen. Und nun backen wir wieder in unsere Spielhallengarage rein. So, einfach aussteigen. Und jetzt gehen wir da hinten in die Ecke. Und ihr seht, das Auto ist noch nicht da. Das heißt, wir gehen einmal ins Interaktionsmenü, gehen auf Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug wieder einlagern. Und ihr seht, hier hinten in der Ecke steht die neue Kopie. Ich werde jetzt euch nochmal zeigen. Ich erstelle einfach nochmal eine Kopie. Ich nehme ein Auto, was ich nicht mehr benötige. Oder halt ein Easy Classic. Oder halt ein Elegy. Und fahre aus der Spielhallengarage wieder raus. Aussteigen. So, wieder in die Spielhallengarage reinlaufen. So, dann begeben wir uns jetzt wieder zu dem Easy Classic. Steigen dort ein, drücken dann wieder Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Landen dann wieder im LSK-Meet. Wenn wir in der Tuning-Werkstatt angekommen sind, wieder irgendwas ändern. Ich ändere dann wieder die Bremsen. Tuning-Werkstatt verlassen. Und nun packen wir wieder in die Spielhallengarage. So, dort angekommen, aussteigen, persönliches Fahrzeug wieder einlagern
Und ihr seht, da hinten ist die nächste Kopie erschienen. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.